Nimm an, du hast einen Beutel mit 8 Münzen. 3 dieser Münzen sind unfair, das heißt, bei ihnen beträgt die Wahrscheinlichkeit für Kopf 60%. Die anderen 5 Münzen sind fair. Du wählst zufällig eine Münze aus dem Beutel aus und wirfst sie zweimal. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, zweimal Kopf zu bekommen? Kann das sein, dass es das ein bisschen kompliziert klingt? Vielleicht fangen wir mal ganz gemütlich an und malen einfach mal diesen Beutel auf, mitsamt seinem Inhalt. Also, wir haben hier diesen schönen Beutel und da drin sollten ja sein diese 3 unfairen Münzen. Das sind die hier. Und 5 faire Münzen. Das sind die hier. 3, 4, 5 faire Münzen. Ja, jetzt sollst du ja da reingreifen, ohne hinzuschauen, und irgendeine dieser Münzen herausziehen. Und dann sollst du die Münze zweimal werfen. Und dann geht es darum, welche Chance du hast, da zweimal Kopf zu kriegen. Es gibt ja 2 Sachen, die dir da passieren können. Das erste, was dir passieren kann, ist, dass du bei deinem Griff in den Beutel die faire Münze erwischt oder eine faire Münze erwischt. Also faire Münze, das ist die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, dass du da reingreifst und dann eine unfaire Münze erwischst. Unfaire Münze. Ja, was wir hier machen, ist das Format eines Entscheidungsbaumes, wo wir eben diese Fallunterscheidung machen und dann in diesen einzelnen Fällen die Wahrscheinlichkeiten weiter ausrechnen. Wie groß ist denn jetzt deine Chance, die faire Münze zu erwischen? Wir haben hier insgesamt 8 Münzen drin. Und du wählst irgendeine von denen zufällig aus. Das heißt, eine bestimmte Münze hätte die Chance, ein Achtel von dir ausgewählt zu werden. Nun gibt es aber 5 faire Münzen da drin. Das heißt, die Chancen, irgendeine dieser fairen Münzen zu erwischen, ist 5/8. Das ist eine 5/8-Chance und entsprechend ist dann hier, da sind ja nur 3 unfaire Münzen drin, die Chance auf eine unfaire Münze beträgt nur 3/8. Also in 5/8 der Fälle wirst du hier diesen Weg gehen und in 3/8 aller Fälle wirst du hier diesen Weg entlang laufen. Und dann geht es um die Wahrscheinlichkeit, zweimal Kopf zu bekommen in 2 Würfen. Also du wirfst einmal, bekommst Kopf, du wirfst nochmal, bekommst nochmal Kopf. Diese Wahrscheinlichkeit wollen wir haben, allerdings eben unter der Voraussetzung, dass du diese faire Münze hast. Also die Voraussetzung hier ist, dass das die faire Münze ist. Und da haben wir diesen Strich und der soll sowas heißen wie unter der Bedingung das oder unter der Voraussetzung das. Also das ist diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit, die mit einer Bedingung kommt. Und wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit? Nun, für eine faire Münze beträgt die Wahrscheinlichkeit von Kopf gerade 0,5. Das ist ja genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit von Zahl. Und die Wahrscheinlichkeit, zweimal Kopf zu haben, ist 0,5 mal 0,5, denn die beiden Würfe der Münze sind ja 2 unabhängige Ereignisse. Also das ist dann gerade 0,25. Und bei der unfairen Münze, da können wir dasselbe Format verwenden, also das schreiben wir auch, das ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal Kopf zu haben, allerdings unter der Bedingung, dass wir eben eine unfaire Münze haben. Unfaire Münze. Und das ist gerade 0, ja, das sind nicht 0,5, sondern die Wahrscheinlichkeit für Kopf bei der unfairen Münze ist gerade 0,6. Also hier müsste dann stehen 0,6 mal 0,6. Und das ist dann 0,36. Das ist jetzt so unschön da unten reingequetscht. Tut mir leid. Vielleicht ist es so besser. Also 0,36. Nun bekommst du in 5/8 aller Fälle bekommst du die faire Münze und dann hast du eine Wahrscheinlichkeit von 0,25, um zweimal Kopf zu werfen. Und in 3/8 aller Fälle bekommst du die unfaire Münze und dann hast du die Wahrscheinlichkeit von 0,36. Damit Kopf zu werfen. Ja, aber das heißt doch jetzt nichts anderes, als dass die Wahrscheinlichkeit, dass du eine faire Münze bekommst, dass du eine faire Münze bekommst und damit dann Kopf wirfst, dass diese Wahrscheinlichkeit eben 5/8 mal 0,25 ist. Also 5/8 mal 0,25.
Und hier unten würde es stehen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine unfaire Münze zu bekommen und damit Kopf-Kopf zu werfen, dass diese Wahrscheinlichkeit eben dann 3 Achtel mal 0,36 beträgt. Ja, und dazu nehmen wir am besten den Taschenrechner hier. Also 5 mal 0,25, ich glaube, das kriegen wir noch im Kopf hin. Das sind ja 1,25 und das muss ich noch durch 8 teilen. Also 1,25, das geteilt durch 8 ist 0,1563. 0,1563 ist die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass ich eine faire Münze bekomme und dann Kopf-Kopf werfe. Und hier unten habe ich 3 geteilt durch 8, das sind 0,375. Und dann muss ich das noch mit 0,36 mal nehmen. 0,36 mal gibt mir 0,135. Ja, damit weiß ich jetzt, ich greife da rein, dann habe ich eine 15%ige Chance, eine faire Münze zu erwischen und dann zweimal Kopf zu werfen. Oder ich habe eine 13%ige Chance, eine unfaire Münze zu erwischen und dann zweimal Kopf zu werfen. Nun, die Aufgabe fragt jetzt aber gar nicht nach fair oder unfairer Münze. In der Aufgabe ist es völlig schnurz, mit was ich zweimal Kopf werfe. Die entscheidende Bedingung ist nur zweimal Kopf, egal womit. Das heißt, ich habe hier zweimal Kopf und ich habe hier zweimal Kopf. Das heißt, ich kann eigentlich diese beiden Ereignisse hier zusammenfassen. Also die Wahrscheinlichkeit, jetzt eben irgendeinen Münzentyp zu haben, ich schreibe es mal so auf, also irgendeine Münze Kopf-Kopf zu haben, diese Wahrscheinlichkeit ist eigentlich die Summe aus der Wahrscheinlichkeit hier, das mit der fairen Münze zu machen und aus der Wahrscheinlichkeit, das mit der unfairen Münze zu machen. Das heißt, das ist also dann 0,1563 plus 0,1563 plus 0,135 und das ist gleich 0,28, nee, da kommen die 9, weil die 6 und die 5 gibt ja die 11, also 2,9,1,3. Das wäre hier die Lösung. Also ungefähr 29%. Also 29% beträgt die Wahrscheinlichkeit, hier irgendeine Münze herauszugreifen und dann zweimal Kopf zu werfen. Wenn das alles hier faire Münzen wären, dann würden wir was erwarten? Dann würden wir 0,5 mal 0,5, also 0,25 erwarten. Ja, das würde ja dann für alle Münzen gelten. 0,25 wäre der Erwartungswert, wenn wir nur faire Münzen hätten. Die unfairen, die sind gut zum Kopfwerfen, das heißt, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Kopf zu werfen. Und wir haben hier einen Wert von 29%, der liegt also etwas höher als diese 25%, wenn wir nur faire hätten. Also das Ergebnis entspricht dann ganz gut unseren Erwartungen und sollte eigentlich einigermaßen stimmen.